Jetzt gibt's erstmal 20 Minuten Verschnaufpause. Raufen auf dem Pausenhof. Auch das macht Spaß. So, jetzt aber genug hier. Denn die nächste Schulstunde steht an. Zur Ruhe kommen. Wenn wir die Situation haben, dass ein Hund so richtig aufgeregt ist durch ein Spiel oder durch einen bestimmten Ort und ich ihn einfach nicht zur Ruhe bekomme, dann kann man sowas hier machen, und zwar so einen Ruhegriff. Ja, entscheidend dabei ist, dass ich den Hund vorne hier zwischen den Schulterblättern zu mir ziehe und ich bin hinter dem Hund. Das heißt, auch da gebe ich noch mal so ein bisschen Sicherheit und wie man jetzt hier wunderbar gerade erkennen kann, dadurch, dass die gerade gespielt haben, war er sehr aufgeregt, fährt er sich dann auch super schnell runter. Und dafür ist so ein Ruhegriff total sinnvoll und hilfreich. Das ging jetzt echt schnell, ne? Ja, hat er gut gemacht. Für Lotte wird's schwieriger. Sie soll draußen zur Ruhe kommen. So. Wir sind jetzt hier mal mit Lotte in einem Café. Und zwar ist es auch ganz, ganz wichtig, dass die Welpen lernen, ja, beim Restaurantbesuch, im Café, im Biergarten entspannt zu bleiben. Ja, sich schön am besten gleich da unten hinzulegen. Wir haben uns erstmal hier schon mal einen schönen Tisch ausgesucht. Und zwar ist es sinnvoll, nicht irgendwo total mittig, wo die ganzen Leute langkommen, ja, wo dauernd irgendwo Bedienung langläuft. Sondern sowas schön in der Ecke ist gut. Zusätzlich habe ich mir noch so eine Decke hier mitgenommen. Ne? Mache es hier ein bisschen gemütlicher mit. Die Aufgabe, trotz fremder Umgebung, entspannen. So, und zwar sind so ein paar Tipps ganz wichtig für den ersten Restaurantbesuch. Das Erste, was wichtig ist, ist, der Hund sollte relativ platt sein. Das heißt, schönen Spaziergang vorher machen durch den Wald, sodass schon viel Energie raus ist, ne? Und nicht mit einem vollen Akku das erste Mal in so ein Restaurant gehen. Ja? Gerade mit so einem niedlichen Hund wie Lotte erregt man natürlich immer sehr viel Aufmerksamkeit. Das heißt, jeder, der Lotte sieht, wird da hingehen und sagen, oh, wie süß. Deswegen verstecke ich sie hier ziemlich, ja, hier unten. Mach sie so bequem wie möglich. Das wäre eigentlich das Optimale, ja, dass sie lernt, sobald sich Herrchen oder Frauchen irgendwo hinsetzen, ne, hat sie Pause. Ja. Das kann manchmal ein paar Minuten dauern, ne, bis der Hund wirklich zur Ruhe kommt. Ja. Nicht so schnell aufgeben. Denn irgendwann ist jeder Welpe mal müde. Lotte ist, glaube ich, jetzt gerade schon eingeschlafen. Sehr angenehmes Training gerade für mich. Gucken wir mal, wie es bei den anderen so läuft. Ich möchte am Ende eigentlich erreichen, dass ich meinen Hund überall mit hinnehmen kann, wenn ich es denn möchte. So, und dafür ist diese Übung schon sehr wichtig. Wenn ich das nicht mache, kann es mir passieren, dass die Hunde eben sehr aufgeregt sind, wenn sie solche Situationen noch nicht gelernt haben, ja, ständig rumbellen, ne, oder im Weg stehen und so weiter. Und deswegen macht es schon Sinn, gerade auch in der Phase, solche Situationen mit den Hunden zu trainieren. Jetzt ist Jagdhund Paul dran. So, wir haben die Location gewechselt, sind jetzt hier beim Italiener. Und ja, ich werde das mal mit Paul probieren. Das wird auf jeden Fall eine größere Herausforderung. Wir wissen ja, er hat ordentlich Energie und kommt schlecht zur Ruhe. Zum Glück hat sich der Welpentrainer keinen vollen Laden ausgesucht. Ich setze mich mal hier hin. So, und dann ignoriere ich ihn erstmal komplett und schaue mal, ob er vielleicht von alleine zur Ruhe kommt. Er ist noch ein bisschen unruhig, aber wir schauen mal, dass er auch da ein bisschen runterfährt. Ja, zwischendurch hören wir immer so ein kleines Fiepen. Von ihm. Das ist so ein bisschen Frust. Ne? Er möchte jetzt hier was erleben, sich umgucken und so weiter. Das geht aber nicht, das läuft nicht. Jetzt muss ich entscheiden, kann ich das ignorieren? Ja, jetzt ist es hier gerade sehr ruhig. Ne? Je nachdem, wo ich da bin, kann ich das eben nicht ignorieren. Sonst werde ich ja noch rausgeworfen. Weil im besten Fall ist es auf jeden Fall, dass er von sich aus runterfährt und irgendwann sagt, ach komm, ist mir auch egal, ich mache mal hier eine Pause und ruhe mich aus. Ne? Paul hat sich beruhigt. Jetzt ist Sammy an der Reihe. Doch der hat irgendwie andere Pläne. Na gut. Cool, mit Paul spielen. Was? Nein? Gerade für Sammy ist das eine ziemliche Herausforderung. Also die ganze Tischsituation ist bei ihm zu Hause ja das Problem, dass er dann am Tisch liegt und wirklich bellt und sehr fordernd ist. Sammys Herrchen muss ganz früh aufstehen zum Arbeiten, ne? Und da macht er echt richtig Terz und schreit dann irgendwie um 5 Uhr morgens, bellt er da die Bude zusammen. Schließlich knurrt um die Uhrzeit ja auch schon der Magen.
Das Problem müssen wir auch noch abstellen. Und deswegen kommen wir hier der Situation natürlich schon sehr nah. Ja. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal mit Futter. Mit Futter ist auch eine Variante, nie die erste Wahl. Aber wenn ich merke, ey, es geht einfach gar nicht, der Hund kommt nicht runter, dann kann ich das über Futter konditionieren. So, und dann versuchen wir darüber, den Hund zu beruhigen und in die Entspannung reinzuführen. Für Futter macht Sammy alles. Fein machst du das. Gut. Sammy und Paul sind langsam entspannt. Im Gegensatz zum Rest der Klasse. Der tobt sich auf dem Pausenhof aus. Ah, guck mal. Da kommen sie. Hallöchen, passt auf, dass die nicht rausrennen. Kommt alle rein und leint die Hunde an und setzt euch am besten auf die Couch. Denn jetzt gibt's neue Hausaufgaben. Und zwar war es natürlich jetzt hier eine sehr, sehr aufregende Situation. Klar, die freuen sich, dass ihr wieder da seid. Und wir haben auf einmal hier richtig Action und ganz, ganz viel Aufregung. Gibt's einen kleinen Trick oder eine kleine Übung, wie man den Hund wieder in die Entspannung reinholen kann? Dana, kannst du das mal dem Paul einmal zeigen? Also, ihr nehmt euch den Hund so ein bisschen in den Schoß rein. Genau, wenn die mal fiepen oder so, keine Sorge, die tun dem nicht weh, sondern die sind da meistens noch so ein bisschen schreckhaft. Und greifen, ja, mit beiden Händen so vorne hier so zwischen die Schultern und ziehen den Hund so ein bisschen zurück und sorgen dafür, dass die Spannung weg ist. Dann würde ich vorschlagen, vielleicht probiert ihr das gerade mal. Holt die Hunde doch mal zu euch ran und probiert diesen Ruhegriff mal aus. Im besten Fall haben wir gleich alle Hunde hier entspannt. Und in der Tat, innerhalb von Sekunden kehrt Ruhe in die Runde ein. Ich denke, das ist ein super Tipp. Paul ist ja schon mal sehr quirlig und um ihn runterzubringen, und wenn das schneller geht damit, umso lieber, ja, werde ich anwenden, definitiv. Es gibt so Situationen wie jetzt hier im Loft, wenn sie viel mit anderen Hunden zusammen ist, auch wenn wir im Wald andere Hunde treffen, andere Menschen, sehr viel Trubel ist, wenn wir Besuch haben, dann hilft es auf jeden Fall. Wie immer gilt, heute Abend schmales Programm, lass die ein bisschen ausruhen, das ist immer sehr anstrengend. Und dann sage ich mal bis nächste Woche, macht's gut.